60 Lehrer unterrichteten die anfänglich 600 Schüler am Standort in der Herderstraße. Schon kurze Zeit später platzte die Schule mit weit mehr als 1000 Mädchen und Jungen aus allen Nähten. Was heute kaum vorstellbar ist, war damals Normalität, eine Klassenstärke von 38 Kindern. Beim Wiedersehen zum Jubiläumsfest wurden viele kleine Geschichten ausgetauscht, die dem ein oder anderen auch nach Jahren der Schulabstinenz noch in Erinnerung geblieben sind. An die ganze Atmosphäre in dieser Schule, wir waren ein ganz tolles Team. Wir hatten nette Schüler, die man ja heute auch wieder sieht. Vor allen Dingen die Klassen, die man selber geführt hat, das waren eigentlich die schönsten Zeiten. Und ich habe ja auch jahrelang als Stellvertreter hier gearbeitet, auch das hat Spaß gemacht, vor allen Dingen mit den Kollegen, die auch Vertretungsstunden gerne mal in Kauf genommen haben. Das Besondere an der Lindenschule war die gesamte Betreuung. Die Lehrer waren alle super. Naja, man hat immer seine Lieblingslehrer oder auch nicht. Ansonsten wir untereinander als Schüler, wir hatten ein ganz tolles Verhältnis und die ganzen Möglichkeiten, die es damals gab, die Pioniernachmittage, der Sport, das war alles super. Was immer wieder vorgekommen ist beim Fahnenappell, dass irgendwelche Brotbüchsen, T-Shirts oder irgendwelche anderen Kleidungsstücke von Kindern oder Mitschülern, die vergessen wurden, dort mal hochgezogen wurden, das sind schon solche Streiche, die sind schon in Erinnerung geblieben. In den Jahren hat sich vieles getan. Die Innenhülle der Schule strahlt im neuen Antlitz. Die Schüleranzahl beträgt jährlich etwas über 200. Und durch die neuen Lernmaterialien erhalten die Stifte mehr Bildungsmöglichkeiten. Der ganze Umgang mit den Schülern untereinander, die Schüler untereinander, das Material, was Schüler heute haben, ja, so vielfältig. Und manchmal ist es auch einfach dann eine Reizüberflutung, die kommt. Aber ich denke immer, wir als Grundschule, ja, wir haben so ein Stückchen Geborgenheit für unsere Kinder trotz alledem und kriegen es auch immer wieder bestätigt, dass Kinder sich an der Grundschule noch wohlfühlen, geborgen fühlen. Das heißt nicht, dass sie sich an anderen Schulen nicht wohlfühlen, aber es ist so dieses Stückchen familiäre, da es auch nicht so groß ist, eine Grundschule. Ja, und wir versuchen unseren Kindern das Rüstzeug zu geben. Mehr als ein Jahr haben Schüler, Lehrer und Eltern das Jubiläum vorbereitet. Deshalb war es der Direktorin auch so wichtig, dass das Fest noch in diesem Schuljahr durchgeführt wird. Die Mädchen und Jungen gestalteten 4 Stunden lang ein fast durchgängiges Programm, hatten Spaß und Freude an den zahlreichen Stationen, von Basteln bis Quiz, und genossen die kleinen Leckereien. Das halbe Jahrhundert, ein Fest für jedermann. Und wie es den Besuchern gefallen hat, das kann man in Zukunft auch in dem Gästebuch der Schule nachlesen.